Guten Morgen. Ich will euch heute gerne nochmal ein weiteres Projekt von uns vorstellen. Es gab mittlerweile nämlich schon zahlreiche Fragen nach diesem Auto. Und zwar haben wir noch für den Winter vor, diesen Polo hier wieder fertig zu machen. Es handelt sich hierbei um Polo 2. Das ist das Ex-Auto von dem Don Octan, von dem Ben Rauch. Das haben wir übernommen als Projektauto. Das ist, glaube ich, aktuell noch unter den schnellsten 10 oder 20 Autos auf der Viertelmeile. Mit einer gefahrenen, ich glaube, eine 8,5 ist er gefahren. Und ist allerdings ein bisschen ins Alter gekommen. Ich glaube, er selber ist das Auto 6-7 Jahre auf der Viertelmeile gefahren und dementsprechend war auch der Zustand. Wir wollen daraus wieder ein reines Viertelmeile-Auto machen. Also das wird ein reines Racecar, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir können uns so richtig daran austoben und können das Ding wirklich mal so bauen, wie man halt ein Rennauto gerne bauen würde. Weil Straßenzulassung und so weiter ist alles scheißegal. Und können uns daher mal so richtig austoben. Als allererstes müssen wir natürlich die Karosserie erstmal wieder lackierfertig machen, weil das Ding war vorher so ein Mausgrau. Wird einmal komplett neu lackiert, oben, unten und so weiter. Das Ganze übernimmt aber Marius, kennt ihr ja schon aus dem Golf-Video. Der ist nämlich gelernter Karosseriebauer. Guten Morgen. Und kann dementsprechend natürlich perfekt sich hier in das Projekt einbringen. Gerade weil er auch so tierisch Bock auf so Viertelmeile-Zeugs hat und so weiter. Ne? Und ja, du wirst hier das Ding quasi einmal lackfertig machen. Genau. Jetzt übertrieben gesagt. Ein Stück weit haben wir ja schon gemacht. Ein bisschen was steht noch aus, ne? Was haben wir an dem Auto schon gemacht? Was muss noch gemacht werden? Auf was können die Zuschauer sich so freuen in den nächsten Videos? Also das Auto ist ja ein Allradumbau, wie man gleich sehen wird. Und hier hinten war ein relativ großes Loch. Das haben wir verschlossen, damit der Ben wohl besser an das Differential kam. Das haben wir gemacht. Da können wir mal kurz einmal zeigen. Das Auto ist nicht jetzt so ein normaler Polo, wie normalerweise ein Polo von VW aus dem Werk kam. Deswegen war dieses Auto für uns auch so interessant. Dieses Auto ist auf der Hinterachse ein Eigenbauauto. Da hat Ben damals selber eine Mehrlenkerachse mit einer Einzelradaufhängung komplett selber gebaut. Und der komplette Vorderwagen von dem Auto ist Golf 2. Genau. Oder Golf 3? Nee, Golf 2. Und der Mitteltunnel war Golf 3. Synchro, genau. Genau, ist ein bisschen höher. Der komplette Unterboden von dem Ding ist eigentlich nichts mehr original. Da gehen wir aber auf jeden Fall später nochmal ein. Fakt ist, diese Technik, was Antriebsstrang angeht, weil gerade dieser Antriebsstrang halt so auf der Viertelmeile so extrem krass belastet ist, hat sich auf jeden Fall mehr als durchgesetzt bei Ben. Das hat über Jahre funktioniert, deswegen werden wir da auch nicht allzu viel dran verändern. Das Ganze nur halt wieder einmal schick machen. Gehen wir allerdings Schritt für Schritt auf jedes Teil immer nach und nach nochmal ein. Genau. Ja, dann haben wir die Zelle ein Stück weit erweitert, weil wir darüber nachdenken, auch halbe Meile zu fahren damit. Dass auf jeden Fall die Gurte vernünftig angebracht sind und der Kopf sicher ist. Zelle heißt jetzt, hier ist jetzt eine richtig vollwertig eingeschweißte Stahlzelle drin. Genau, im Prinzip haben wir beide geschaut, wie wir sitzen müssen in dem Auto und haben das im Prinzip um uns herum gebaut. Alles, was so hellgrau ist, war drin. Alles, was metallisch blank ist, haben wir noch hinzugefügt. Für die Gurte, Domstrebe hinten. Nochmal abgestützt die A- und B-Säule. Dann haben wir den Rahmen quasi hinter den Sitzen noch reingemacht mit der genau. Abstützung aufs Dom. So, man muss natürlich dazu sagen, bei dem Auto kommt es uns natürlich wieder darauf an, dass das Ding maximal leicht ist. Allerdings in den Regionen, da wir jetzt hier wirklich mit dem Golf unterwegs sind, mit dem Polo unterwegs sind, sollte man halt schon ein bisschen vorsichtiger sein, was Karosse angeht, ne? Und vielleicht die eine oder andere Strebe doch mehr einschweißen, auch wenn es ein paar Kilo sind, wegen Sicherheit. In Summe waren es, glaube ich, aber schon, ich glaube, um die 20 Kilo Rohr, die wir hier wieder reingebracht haben. Ne? Das waren schon ein paar Meter, genau. Man sieht es auch in den Einstiegen, sieht man das auch, da haben wir komplett den Flankenschutz nochmal reingemacht, weil es halt einfach auch ein bisschen sicherheitsmäßiger ist. Sitzkonsolen haben wir geändert, die Sitze standen anders und es war nur ein Sitz, weil der Ben hier ein Ladeluftsystem drüben hatte. Wir wollen für Taxifahrten oder Abstimmzwecke auch zu zweit in dem Auto sitzen können und ja, haben bereits begonnen, Armaturenbrett wieder einzupassen. Das war im Prinzip nur die Stange, wo Ben sich so ein Dashboard gebaut hatte und Philipp ist ja immer so ein leichter OEM-Freund, deswegen legt er Wert darauf, dass da wieder ein Armaturenbrett Einzug erhält. In dem dann in der Mitte einfach nur die ganze freiprogrammierbare Einspritzanlage sich befinden wird und in der Mitte halt der Shifter. Es wird relativ clean hinterher sein
aber grundsätzlich das Brett sollte wieder da sein. Welches natürlich in Alcantara mit einer orangenen Naht bezogen wird. Genau. ja, dann auf jeden Fall das klassische geschüsselte 35er Momo-Lenkrad. Ist ja mittlerweile auch ein absoluter Vollklassiker und eigentlich ein Muss. Viele von euch, die das Auto kennen, werden jetzt sagen, da stimmt ja eigentlich irgendwas nicht. Das ist ja ein Polo 2F Armaturenbrett, also ein Facelift Armaturenbrett. Dazu sei gesagt, das Auto ist eigentlich ein Polo 2, kein Facelift. Da das Auto vorne aber eh schon die komplette Polo 2F Front hatte, weil die Stoßstange vorne ein bisschen tiefer ist, dass der Ladeluftkühler da reinpasst und Wasserkühler, haben wir uns entschieden, dass wir das Heck von dem Auto auch auf Facelift bauen. Ich persönlich finde das Heck von dem 2F auch deutlich schöner. Ist ein bisschen Geschmackssache. Ja, so, denke ich auch. Aber ich wollte es halt unbedingt durch die Bank dann passend haben, sprich, dass die Front zu dem Heck passt, die Heck zum Innenraum passt, dass es am Ende wieder ein vernünftiges Auto ist. Ne? Ja, ist auch besser so. Vorne so, hinten so ist auch blöd, finde ich. Also dafür halt Heckklappe geändert, ne? Ja, ja, wir mussten eigentlich schon den ganzen Rahmen umschweißen, das ganze Heckblech. In dem Bereich musste komplett, sieht man ja an dem Blau, wir haben uns auch hier wieder ein Spenderfahrzeug besorgt, weil das war auch so eine Sache. Ben hatte, weil es halt vorher ein reines, wirklich Viertelmeile-Auto war, war natürlich an dem Auto extrem alles rausgeschnitten, was man rausschneiden konnte. Das heißt, die Heckklappe, die Türen bestanden eigentlich nur nach der Außenhaut. So krass kommt es uns dann nicht aus Gewicht an, dass wir halt wirklich gesagt haben, wir machen schon wieder erstmal normale Blechteile rein. Die 20 Kilo holen wir am Ende woanders wieder rein und haben halt so aber ganz normale Karosserieteile. Ja, ich glaube, in Summe hast du an diesem Auto wie viele Löcher schon zugeschweißt? Boah, ich würde tippen zwischen 200 und 300, oder? Wenn es reicht überhaupt. Also es war echt ein Schweizer Käse. Genau. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Gewicht reingekommen, ja? Aber es war halt... wie gesagt, hier rechts war komplett Ladeluftkühler, das haben wir sehr viel verschlossen und Leitungen gingen teilweise durch den Innenraum, dann haben wir viel verschlossen. Und, es war halt ja. 6, 7, 8 Jahre ein reines Rennauto, wo ständig improvisiert und weitergebaut wurde und dementsprechend war natürlich überall ja. Loch an Loch. Hier mal ein Halter, da mal ein Rohr durch. Trotzdem sehr haltbar, sehr erfolgreich gewesen das Auto. Genau. An der Stelle frage ich mal die Zuschauer, ihr könnt auf jeden Fall euch schon mal zu Gedanken machen, welche Farbe das Auto am Ende bekommen soll. Wir haben schon eine Grundidee im Kopf, wie das Auto aussehen soll. Mich würde es aber mal interessieren, was ihr so sagt. Muss natürlich in unseren Firmenfarben, sprich weiß, orange, schwarz ein bisschen in die Richtung gehen. Aber wir sind da gerne für jegliche Vorschläge offen. Also es gibt noch kein festes Konzept. Ja, was kann man noch zu dem Auto sagen? Prinzipiell ist das Ganze eigentlich ein Polo 2F White Body. Also das Auto ist komplett vorne hinten in GFK verbreitert. Auch relativ dezent verbreitert. Deswegen sieht das Ganze am Ende nämlich eigentlich auch so fies und geil aus. Wir haben auch schon angefangen, wie man an der Front ein bisschen sieht, natürlich uns wieder um Thema Spaltmaße und so weiter ein bisschen Gedanken zu machen, dass das Ding akkurat dasteht. Deswegen ist an allen Ecken schon mal ein bisschen gespachtelt, eine GFK-Matte drauf und so weiter, weil die sind nämlich zum Beispiel auch aus GFK einfach nur. Besagt wie vorne wieder eine normale Blechhaube drauf, die nicht irgendwie ausgesägt oder ähnliches ist. Wir haben den Polo 2F Schlossträger eingepasst. Der ist jetzt schraubbar links, rechts, dass wir den jederzeit einfach nach vorne rausnehmen können mit dem Motor. Und ja, sonst der aufmerksame Zuschauer guckt jetzt in diesen Motorraum rein und wird sagt, da ist ja nichts vom Polo. Ist es halt auch nicht. Ist alles Golf 2 Vorderwagen, der quasi an den Unterboden vom Polo angepasst wurde. Und daher schlummert hier jetzt nämlich auch ein R32 Motor drin. Das Auto hatte vorher, glaube ich, um die 1200 PS. Dieser R32 Motor bleibt auch hier drin. Ist für uns beide nämlich komplett Neuland. Haben wir aber mega Bock, uns auch mit zu beschäftigen, weil R32 ist halt einfach mal ein ganz neues Konzept. Ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Gehen wir jetzt nicht drauf ein, machen wir alles in der Ruhe, wenn der Motor gebaut wird. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auch in Zukunft auf ein bisschen R32-Technik freuen. Wie geht's jetzt weiter? Ja gut, hier haben wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, die Dome und so haben wir nachgeschweißt. Ne? Genau, wir haben an der ganzen Karosse, beziehungsweise du hast an der ganzen Karosse all die ganzen Blechfalze einmal nochmal nachgeschweißt. Ja. Wie es, glaube ich, auch im Motorsport auch gemacht wird. Ja, so ein bisschen gecleant halt, dass hinterher auch alles ansehnlich aussieht. Und ja, die nächsten Schritte sind im Prinzip jetzt, dass wir die Kotflügel fertig bringen. Wir hatten die Spaltmaße, Blinker und so sind wir noch bei. Ne? Und dann ist auf jeden Fall Unterboden. Also jetzt ein Drehgestell bauen für das Auto, damit wir es umdrehen können.
und dann von unten alles einmal sauber machen, den Unterbodenschutz abmachen aus Gewichtsgründen. Da wollen wir dann wieder ein bisschen Gewicht holen. Auf jeden Fall einmal sauber machen von unten und dann ja, schon mal Kraftstoffversorgung vorbereiten und Achsaufnahmen und sowas alles nochmal angucken, nachschweißen eventuell. Ne? Also wie ihr seht, es gibt viel zu tun. Als nächstes, hier wartet schon das Material, bauen wir ein Drehgestell. Dann zeigen wir euch auf jeden Fall den Unterboden von unten. Da können wir nämlich viel, viel besser erklären, die Sache nochmal mit Golf 2 vorne. Eigenbau Hinterachse, anderem Tunnel und so weiter. Und dann denke ich mal, machen wir am Unterboden weiter und dann geht es weiter in Richtung Lack. Ja, Achsenpulver, Auto lackieren, Vorbau, Nahtabdichtung, das Übliche. Dass so. Das Ding richtig akkurat wird. Ja. Also wie ihr seht, es wird nicht langweilig über Winter. Wir haben Projekte ohne Ende. Mal gucken, dass wir die alle passend mit Videos abarbeiten können. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ballert es einfach in die Kommentare. Gehen wir auf jeden Fall darauf ein. In Bezug auf Technik, habt ein bisschen Geduld. Es wird zu allen Videos geben. Wir sind natürlich wieder bei Björn, wenn wir den Motor bauen. Da muss ich schon mal dazu sagen, er hasst R32-Technik. Das wird ein richtiger, das wird noch richtig Überzeugungsarbeit. Überzeugungsarbeit, ja. Dass er das fertig macht. Wir fahren auf jeden Fall noch mal zu dem Don Octan, weil der noch ganz viele alte Sachen von dem Auto hat. Da kommt ein EMU-Steuergerät rein. Das muss er auf jeden Fall auch machen, weil er der EMU-Experte ist. Wir werden den Innenraum machen und, und. Was schätzt du grob, wie der Zeitplan für das Auto ist, damit die Zuschauer sich schon mal ein bisschen darauf einstellen können? Ja, eigentlich war unser Plan, dass es irgendwie so Richtung August fertig ist. Ja. Ne? Man muss aber dazu sagen, wir haben das Auto jetzt schon ein halbes Jahr, aber es kam jetzt wieder so viel dazwischen. Ja. Naja, Lambo muss auch noch irgendwie dazwischen auf jeden Fall. Aber so, wenn wir nächstes Jahr zwischen August und Oktober nochmal fahren, wäre schön. Ne? So sehe ich das auch als realistisch. Also jetzt erstmal die nächsten 6 Wochen geht schon mal gar nichts, Essen Motorshow. Ich denke mal, dann im Januar starten wir hier wieder durch mit ein bisschen Karosseriearbeiten, dass das Ding vielleicht irgendwann Februar, März in dem Moment dann irgendwann zum Lacker kann. Und wenn das Auto halt erstmal schön geil lackiert hier steht, können wir uns natürlich endlich mal so richtig im Sortiment austoben und einmal alles anbauen, was geil ist. Ne? Ja. Ja, dann hoffe ich, dass ihr auch Interesse an so einem krassen Viertelmeile-Auto habt. Wir blenden jetzt auf jeden Fall noch ein paar alte Videos von dem Auto ein. Ist wirklich spektakulär, wie das Ding immer gefahren ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Spur 2, 9,815 Sekunden.